Welche Verbindungen gibt es zwischen den Hells Angels und Rappern? Während viele ältere Hells Angels Rocker mit sozialen Netzwerken wie Facebook oder der Videoplattform YouTube nichts anfangen können, versuchen Kadir und seine Gruppe, neue Zielgruppen anzusprechen. Sie zeigen sich nun im Internet mit luxuriösen Autos und präsentieren das Leben als Hells Angels als einen Gangster-Lifestyle. Ein wichtiger Faktor für diese Veränderung ist auch die Nähe zur Rap- und Hip-Hop-Szene. Im April 2013 drehte der Rapper Flair für seine Single Echte Männer in Berlin Wedding ein Video. Das Café Sahara, das inoffizielle Clubhaus der Hells Angels Berlin City, diente als Hauptschauplatz für den Dreh. Viele Berliner Rocker traten im Video mit ihren Kutten und ernsten Mienen auf. Flair hatte sogar so enge Beziehungen zu den Rockern, dass Hells Angels den Sicherheitsdienst auf seinen Tourneen übernahmen. Nachdem sich Flair von der Gruppe distanzierte, wurde er im Dezember 2013 von einigen Hells Angels bedroht. Auch Bushido hatte beste Beziehungen zu Kadir Padir und seinen Leuten. In seinem Video zu Mitten in der Nacht traten Padir und sein enger Vertrauter Ibrahim K. als Hauptdarsteller auf. In einem Interview sagte der Sänger, dass er sie schon länger kenne, sie haben übrigens auch die gleichen Anwälte. Wie tyrannisch war die Führung von Kadir Padir bei den Hells Angels? Laut des Aussteigers und Kronzeugen Kasra Zagaran soll Kadir Padir die Hells Angels Berlin City wie ein Diktator geführt haben. Jede Entscheidung im Club soll er selbst getroffen haben. Hier unterscheiden sich Bandidos und Hells Angels in ihrem Selbstverständnis. Während bei den Bandidos die Machtstruktur wie in einer Pyramide von oben nach unten geregelt ist, gilt bei den Hells Angels das Prinzip One Man, One Vote, ein Mann, eine Stimme. Jedes Mitglied hat somit eine gleichberechtigte Stimme, unabhängig davon, ob es eine Funktion im Club hat oder nicht. Kadir Padir, der Ex-Bandido, soll jedoch das alte Bandidos-Prinzip in den neuen Club übertragen haben. Das brachte ihm Ärger mit vielen älteren und einflussreichen Mitgliedern der Hells Angels ein. Kadir Padir und der Boss der Hells Angels Nomads, André Sommer, sollen sich nach Angaben von Ermittlern gehasst haben. Doch Padir konnte sich auf seinen engsten Führungszirkel, den er schon aus Bandido-Zeiten kannte, verlassen und sein Pyramidenprinzip ausbauen. Das bedeutete, dass Mitglieder nicht nur keine Stimme hatten. Sie mussten auch, laut Aussage des Kronzeugen Kasra Zagaran, ihre geschäftlichen Einnahmen mit dem Boss teilen. Wer sich gegen diese Anordnung widersetzte, musste mit Prügel oder dem Rauswurf rechnen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bald geht es mit Episode 11 weiter.